Herzlich willkommen, eine neue Folge von Ein Thema, zwei Farben, meinem regelmäßigen Podcast aus Berlin, aus dem Reichstag. Heute in einer Ausnahmesituation als Ausnahmemaßnahme, denn wir nehmen diesmal den Podcast nicht aus meinem Büro auf, sondern aus meinem Homeoffice in Berlin. Und aus München ist telefonisch zugeschaltet Professor Julian Nieder-Rümelin. Servus in den Süden. Ja, guten Tag. Bevor wir einsteigen, will ich Sie kurz vorstellen. Sie sind seit über 15 Jahren Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Sie haben aber auch Mathematik und Physik studiert. Forschungsgebiete sind Rationalitätstheorie, Ethik, politische Philosophie. Aber was manche der Zuhörer sicher noch erinnern, Sie waren auch einmal ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Kultur und der Politik, nämlich als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder. Der hatte gestern Geburtstag, ist aber jetzt nicht der Grund für unser Gespräch. Der Grund ist auch nicht Ihr aktuelles Buch, zumindest nicht der Anlass. Wir kommen aber darauf zu sprechen. Ich habe es hier liegen, die gefährdete Rationalität der Demokratie. Aber ich habe Sie eingeladen wegen eines Buchs, das Sie 2012 vorgelegt haben, nämlich zur Risikoethik, Ihre Disziplin. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten ein ganz wichtiger Gesichtspunkt auch für politische Entscheidungen. Professor Nieder-Rümelin, was versteht man unter Risikoethik? Da geht es um die Frage, wie gehen wir angemessen mit Risiken, das heißt mehr oder weniger wahrscheinlichen Gefahren, um. Und es ist in der Tat, wenn man genau hinschaut, da gibt es viele empirische Daten, nicht so, dass wir das auch nur halbwegs kohärent tun. Das heißt, manche Risiken bekämpfen wir massiv unter gewaltigen Kosten. Andere Risiken werden kaum beachtet und das ist irrational. Und genau dieses Thema stellt sich jetzt in dieser Corona-Krise ebenfalls. Wie geht man vor als Risikoethiker, um Wahrscheinlichkeiten und Reaktionen abzumessen, bevor wir auf den konkreten Fall eingehen? Also das eine ist die empirische Risikoforschung. Die ist eine hochentwickelte Disziplin mit einer Menge von Daten, auf denen ja auch das Versicherungsgewerbe, die Rückversicherungen und so weiter aufbauen. Man kann auf diese Daten zurückgreifen, das muss man nicht als Ethiker neu erheben. Das, was die Ethik ausmacht, ist, dass sie sich dann überlegt, nach welchen Kriterien gehen wir mit diesen empirischen Informationen um. Und das ist nicht so banal, wie man meinen könnte. Manche sind ja der Auffassung, das ist doch ganz einfach. Dann schauen wir eben, dass die Konsequenzen optimiert werden. Ich nenne das mal jetzt Konsequenzialismus. Wir schauen, dass es eben möglichst wenig Tote und möglichst wenig Schäden und möglichst wenige Eigentumsverluste und so weiter gibt. Das ist völlig legitim. Aber Vorsicht, wir haben außerdem noch rechtliche und moralische Normen, wie da sind individuelle Freiheitsrechte zum Beispiel, die demokratische Verfassung, Gerechtigkeitsüberlegungen. Wir können unmöglich einen kleinen Teil der Bevölkerung mit großen Risiken belasten, um die große Mehrheit von Risiken freizustellen. Das wäre extrem ungerecht. Heißt, man kann nicht einfach nur optimieren, sondern man muss sehr genau hinschauen, nach welchen Regeln man mit den jeweiligen Risiken auch wirklich umgeht, ohne die individuelle Freiheit und ohne die Prosperität des Landes zu beschädigen. Jetzt haben wir es mit einem neuartigen Virus zu tun, mit Covid-19. Und hier scheint mir für auch den Risikoethiker zunächst ein Problem ja auch darin zu bestehen, dass wir noch gar nicht hinreichendes empirisches Wissen im Einzelnen über die Erkrankung haben. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich die Virologen höre. Die haben mitunter schon individuell manchen U-Turn in den eigenen Einschätzungen hingelegt, widersprechen sich auch gegenseitig. Also wie geht man in der Risikoabschätzung damit um? Ja, ich würde sagen, das Prinzip lautet Worst Case. Das heißt, man muss von ungünstigen Annahmen ausgehen, nicht von den jeweils günstigsten. Weil wenn man dann dort falsch liegt, dann kann man eine Katastrophe auslösen. Aber selbst wenn man von den jeweils ungünstigsten Annahmen ausgeht, wenn man sich die Informationen, die wir bislang haben, anschaut, gibt es doch einen Hoffnungsschimmer. Es ist nicht ganz einfach, darauf hinzuweisen, weil die Öffentlichkeit ja von der Politik mehr oder weniger jetzt ruhig gestellt wurde. Man darf nicht nachdenken, man darf nicht diskutieren, waren so Botschaften, wir warten einfach ab und dann erfahrt ihr, was die nächsten Schritte sind. Das ist in einer Demokratie nicht akzeptabel. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie. In Demokratien wird auch in Krisenzeiten offen diskutiert. Alle Meinungen sind zugelassen. Die Bürgerschaft,
Die Wissenschaft ist aufgerufen, sich Gedanken zu machen, damit wir den besten Weg wählen. Und der Hoffnungsschimmer, den ich sehe, ist die extrem ungleiche Verteilung. Man kann auch sagen, die extreme Konzentration des Risikos durch diese Epidemie oder Pandemie auf bestimmte Gruppen der Bevölkerung. Wohlgemerkt, das heißt nicht, dass andere nicht auch ein Risiko haben, aber das ist um Größenordnungen, den Faktor 100 etwa, wenn man das richtig abgrenzt, niedriger. Und selbst wenn man die ungünstigsten Letalitätszahlen, die Italien gegenwärtig hat, mit 10% Letalität, das ist natürlich nicht die Realität, das kann gar nicht sein. Es hängt eben damit zusammen, dass die Dunkelziffer der Infizierten, aber nicht als infiziert Erkrankten in Italien offenbar überproportional hoch ist. Aber selbst wenn man das zugrunde legt und die italienischen Untersuchungen an den Todesfällen, die wir haben, sich genau anschaut, da gibt es das Istituto Superiore di Sanità, das ist von ähnlicher Qualität wie das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Und das hat immerhin bis zum 17. März 2003 Todesfälle mit Covid-19. Es gibt einen wissenschaftlichen Streit darüber, wer ist an Covid-19 verstorben und wer ist mit Covid-19 verstorben. Kann man sagen, das ist Streit ums Kaisersbad. Nein, so ist das nicht, weil immerhin mehr als 20% der mit Covid-19 Verstorbenen akuten Krebs hatten, sodass man nicht genau weiß, zum Beispiel bei diesen, was war eigentlich letztlich Hauptursache für den Tod. Aber lassen wir mal diesen Streit beiseite. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ergibt sich, dass außerhalb der definierbaren Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, akuter Krebs, chronische Lungeninsuffizienz, chronische Herzprobleme, und zwar behandlungsbedürftige Herzprobleme und noch einige andere, dass außerhalb dieser schweren Grund- oder Vorerkrankungen der Anteil der Todesfälle minimal ist. Bei dieser Untersuchung waren das 0,8%. Nochmal, das heißt nicht, dass es Einzelfälle gibt. Auch 40-Jährige, 50-Jährige, die zu Tode gekommen sind, vielleicht auch, weil man manchmal Vorerkrankungen bislang noch nicht entdeckt hatte. Und das ist ein Hoffnungsschimmer insofern, als wir auf Dauer mit der jetzigen weitgehenden Unterdrückung ökonomischer, sozialer, kultureller Aktivitäten auf keinen Fall eine Erkrankungsphase eines wachsenden Teils der Bevölkerung über 18 Monate etwa durchhalten können. Das würde die ökonomische, soziale und kulturelle Vitalität so stark beschädigen, dass wir dann am Ende auch nicht mehr in der Lage sind, mit den gesundheitlichen Herausforderungen umzugehen. Und der Hoffnungsschimmer besteht in meinen Augen darin, dass wir wegkommen müssen. Ich kritisiere die Maßnahmen jetzt nicht. Die waren wahrscheinlich in der Tat nötig, weil wir nicht vorbereitet waren auf diese Epidemie. Dass wir wegkommen müssen von allgemeinen, die gesamte Bevölkerung, jede einzelne Person gleichermaßen betreffenden Maßnahmen zu spezifischen Maßnahmen, die diejenigen schützen, die den Schutz am nötigsten haben und diejenigen wieder in die Aktivitäten schrittweise entlassen, wenn man mal das unpassende Bild verwendet. Wir sind hier zum Teil jetzt eingesperrt in Europa, das gilt auch für Italien, Spanien, Frankreich, Österreich, die ein geringes Risiko tragen, was nach den vorliegenden Daten für diese Gruppen außerhalb der Vorerkrankten und nicht Hochbetagten, das muss man noch hinzusetzen, das ist eine starke Altersdifferenzierung, weit geringer ist als bei einer Influenza-Epidemie, was die ganze Bevölkerung angeht. Also das kann man quantifizieren. Es ist so, dass eine normale Influenza-Epidemie ungefähr eine Todesrate, also Letalität der Infizierten von 0,1 bis in manchen Fällen 0,3% hat. Also 3 von 1000. Und selbst wenn man die ungünstigste Covid-19-Letalität nach italienischem Muster zugrunde legt, 1/100 davon ist darunter, ist unter diesem Risiko. Und jetzt sind wir wieder bei der Risikoethik. Vergleichbare Risiken sollte man vergleichbar behandeln und nicht Risiken, die vergleichbar groß sind, in einem Fall mit den einen Mitteln und im anderen Fall mit völliger Vernachlässigung behandeln. Also Sie vermuten, dass mir die Position eines Strategiewechsels hin zur Öffnung sehr sympathisch ist, nicht nur als freiheitsliebender Mensch, sondern auch als liberaler Politiker. Da gibt's aber eine harte Auseinandersetzung. Die Politik, insbesondere der Regierung, will sie gar nicht öffentlich debattieren, diese Abwägungsfrage. Dazu später noch ein Gedanke. Aber auch in den sozialen Netzwerken, wenn ich über diese Öffnungsstrategie spreche, gibt es regelmäßig einen geradezu Shitstorm auf Twitter, weil ich den Eindruck habe, es gibt kein Gefühl für Risiken, die verantwortbar sind.
sondern es gibt so ein Gefühl, es muss absolut jedes Restrisiko ausgeschlossen werden, weshalb auch, zumindest sieht das ein Teil der Bevölkerung öffentlich so, rigideste Maßnahmen möglichst lange aufrechterhalten werden können. Also auf Twitter kann sich jeder ansehen, wenn ich da von smarterer Strategie der Distanzierung spreche und regional und nach Personenkreis differenziert argumentiere, dann kommen harscheste Vokabeln zurück. Der Gesundheitsschutz sei ja egal und Jüngere könnten doch auch erkranken. Das sei ja die ekelhafte Fratze des Neoliberalismus. Also das ganze Repertoire kommt dann. Würden Sie als Risikoethiker sagen, dass es so etwas gibt wie verantwortbare Risiken, die man in Kauf nehmen muss und umgekehrt, dass es nicht verantwortbar ist, eine Politik zu versuchen, die auf den absoluten Risikoausschluss setzt? Also ich würde das anders darstellen, weil die Abwägung zwischen ökonomischen Risiken und Gesundheitsrisiken ist in der Tat hochproblematisch. Man kann nicht am Ende sagen, naja, also ein solcher Einbruch des Bruttoinlandproduktes, das können wir nicht rechtfertigen angesichts der Tatsache, dass sich damit, sagen wir mal, nur 50.000 Menschenleben retten ließen. Diese Verrechnung ökonomischer, sehr legitimer Interessen und Menschenleben, das geht nicht. Das ist auch mit der Verfassungsordnung nicht vereinbar. Artikel 1, Würde des Menschen, Artikel 2, Leben, körperliche Unversehrtheit, das sind so zentrale Normen unserer Verfassung, dass es dort eine Art Abwägungsverbot gibt. Meiner Auffassung nach geht es aber nicht um diese Abwägung, sondern es geht darum, dass wir Menschenleben schützen und zwar möglichst optimal schützen und zugleich die Ökonomie und das soziale und kulturelle Leben wieder hochfahren. Beide Ziele zugleich kann man verfolgen. Man kann ja nun nicht sagen, mit Verlaub, dass die bisherigen allgemeinen Suppressionsmaßnahmen oder wie immer man das nennen soll, in Europa über die Maßen erfolgreich waren. Sie machen sich bemerkbar in den Statistiken, Verlängerung des Verdoppelungszeitraums, aber schauen Sie mal nach Südkorea, übrigens eine Demokratie, keine Diktatur wie China oder auch Singapur. In Südkorea sind Sie gegenwärtig, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der letzten Tage bei einem Verdoppelungszeitraum von 60 Tagen ohne allgemeine Ausgangssperre von 60 Tagen in Südkorea. Da ist es erlaubt hinzuschauen, woran liegt denn das? Und ich habe diese Strategie, die mir am plausibelsten vorkommt, Cocooning genannt. Den Ausdruck habe ich nicht erfunden, aber ich finde ihn ganz treffend. Das sagt man so in Amerika, wenn man mal am Wochenende seine Ruhe haben will und sich verwöhnen lassen will, dann sagt man ja, Cocooning heute. Es geht mir nicht darum, irgendwen, auch umgekehrte Isolierung ist hochproblematisch als Ausdruck. Es geht nicht darum, bestimmte Gruppen jetzt unter Zwang zu setzen, sondern es geht darum, denjenigen, die Schutz bedürften, diesen Schutz zu geben. Und das tun wir nicht. Wir haben Leute in den Altenheimen und Pflegeheimen, die offenbar extrem hohen Risiken ausgesetzt sind. Medizinisches Personal, reihenweise angesteckt, weil die notwendige Schutzkleidung fehlte und weil die Masken fehlen und vielleicht noch viele andere Gründe, warum das so ist. Das heißt, unsere Zielsetzung sollte sein, Menschenleben schützen, effektiv schützen, mehr als das gegenwärtig der Fall ist, eher so wie es in Südkorea und Taiwan offenbar gelingt und zur gleichen Zeit die Bedingungen schaffen, dass die ökonomische und soziale und kulturelle Leben wieder hochgefahren wird. Und beides ist miteinander kombinierbar. Und da fehlt eben vielen gegenwärtig die Fantasie. Das kritisiere ich gar nicht. Es hängt auch jetzt mal, sage ich nur ungern, damit zusammen, dass strukturelles, mathematisches Denken nicht zum allgemeinen Wissen gehört. Ja, ökonomisches, juristisches Wissen kann man schon meistens voraussetzen. Und die Menschen deswegen sehr Schwierigkeiten haben, solche spezifischen Maßnahmen, wie man spezifisch mit Risiko umgeht, überhaupt zu verstehen. Es hat sich zum Beispiel bis heute noch offenbar nicht richtig rumgesprochen, dass die bisherige öffentlich kommunizierte Strategie in Deutschland auf Herdenimmunität setzt. Auf Herdenimmunität setzt. Allerdings nicht plötzlich, sondern über einen möglichst gestreckten Zeitraum. Da war die Rede und ist die Rede von 50-70% im Laufe der Zeit sich infizierender Personen, die dann immun sind, die nötig sind, um dann unter diesem berühmten R0 gleich 1 herunterzukommen und damit die Epidemie abklingen zu lassen. Kaum jemand hat sich mal hingesetzt und überlegt, Moment, wenn die Letalität von Covid-19 bei 1% liegt, die Schätzungen schwanken so zwischen 0,3 und 3%, italienische Ziffern sind sozusagen da draußen aus diesem Spektrum, dann haben wir nach Adam Riese, nehmen wir mal 1%, nehmen wir 60% der Bevölkerung, dann sind wir ungefähr bei 400.000 Todesfällen in Deutschland.
Wollen wir wirklich so viele Todesfälle in Kauf nehmen? Ich glaube nicht. Die Zahlen haben etwas Gruseliges. Man muss die in den Kontext stellen. Es sterben täglich in Deutschland ungefähr 2600 Menschen an vielen, vielen Erkrankungen. Ich glaube 700 allein schon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen jeden Tag. Man muss das in den Kontext stellen. Aber dennoch, das sind exorbitant hohe Zahlen. Die sind 10-mal so hoch wie die letzte größte Influenza-Epidemie seit 50 Jahren. Das war nämlich der Winter 2018 gekostet hat. Da schätzen die ja 25.100 Exzessmortalität, das wäre also nochmal um eine ganze Größenordnung 10, 15, 20 Mal vielleicht so hoch. Das ist in meinen Augen nicht verantwortbar. Deswegen brauchen wir ohnehin eine andere Strategie. Ich finde Ihre Cocooning-Strategie bestechend und überzeugend. Aber es bleibt dabei, dass man in Kauf nehmen muss, ein Restrisiko bei den Jüngeren, bei allem Gesundheitsschutz, allem, was man an optimalen Voraussetzungen schaffen kann. Das war ja nur mein Argument eben, das entgegengehalten wird. Herr Linder, darf ich vielleicht nochmal dazu sagen, weil ich fände ganz, ganz wichtig, dass da die Argumentation nicht gewissermaßen schief läuft und man dann nicht durchkommt mit diesen Überlegungen. Wenn es jetzt möglich wäre, die gesamte Bevölkerung, auch die Jüngere, von jedem Risiko freizustellen, dadurch, dass wir 3 Monate lang Shutdown machen, da hätten wir eine fürchterliche, wahrscheinlich ökonomische Konsequenz, die wahrscheinlich Jahre hinaus nachwirken würde. Wir hätten aber nur eine Rezession, sondern wahrscheinlich sogar eine Depression wie nach 1929. Dennoch würde ich dann sagen, okay, dann machen wir das. Das wird nicht passieren, weil wir haben ja gegenwärtig immer noch Verdoppelungszeiträume von, ich glaube, jetzt knapp über 10 Tage. Das heißt, die Ansteckung geht ja weiter in der Bevölkerung. Es kann ja keine Rede davon sein, dass wir das Risiko auf Null bringen. Jetzt habe ich Ihr Argument verstanden. Für die jetzigen Maßnahmen gibt es ja eine überwältigende Zustimmung in der deutschen Bevölkerung, was ich persönlich als positives Zeichen empfinde, wie viel verantwortungsbewusster, einsichtsfähiger, vernünftiger die Menschen sind, als im politischen Alltag angenommen wird. Aber wie erklären Sie sich das? Erklären Sie sich das auch so? Und vermuten Sie, dass es da Halbwertszeiten geben könnte bei der Akzeptanz dieser sehr einschneidenden Maßnahmen? Also da bin ich nahe an Juli C., der Verfassungsrichterin, Juristin und Autorin, die kürzlich in einem wirklich sehr bedenkenswerten Stellungnahme gesagt hat, wir dürfen den Menschen nicht so viel Angst einjagen, dass sie am Ende nicht mehr in der Lage sind, rational mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ich meine, ich mache jetzt gar keine Pauschalkritik der Medien, wie käme ich dazu, aber es ist schon auffällig, dass wir über andere Risiken überhaupt nicht mehr berichten. Wir haben hier sozusagen täglich die wachsenden Zahlen von Infizierten. Wir haben täglich Berichte darüber, was in einzelnen Stationen in den Krankenhäusern los ist und so weiter. Wir hören zum Beispiel nichts über die Menschen, die jetzt keinen OP-Termin bekommen, über die Menschen, die verängstigt zu Hause sitzen und die verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, ob sie zu Lebzeiten noch ihre Enkel wiedersehen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben eine sehr einseitige Fokussierung auf einen sehr wichtigen, absolut wichtigen Typ von Risiko, nämlich Morbidität und Mortalität durch Covid-19, und alles andere verschwindet gewissermaßen hinter dieser Fokussierung. Und dann wird es immer schwieriger abzuwägen, und ein Teil der Bevölkerung hat verständlich verängstigt, das ist eine Reaktion, die man aus der Geschichte auch kennt, eine Art kindliche Reaktion, man wird dann wieder zum Kind und erwartet, der Papa wird schon wissen, was richtig ist. Also vertraue ich blind darauf, dass die Politik oder der Staat uns sagt, was zu tun ist, und dann wird sich diese Angst vielleicht widerlegen. Und davor kann man nur angesichts der weit divergierenden Expertenmeinungen, auch innerhalb der Epidemiologen, weit divergierende Expertenmeinungen, ich könnte jetzt Namen nennen, die sind Ihnen auch geläufig, das ist ein breites Spektrum von Positionen, und der immer wiederholten Warnung, glaubt nicht, dass wir Epidemiologen Verantwortung für eine politische Gesamtstrategie übernehmen können. Das kann nur die Politik, kam immer wieder. Und die Antwort aus der Politik hieß dann, wir machen ja nur das, was die Virologen uns sagen. Das ist ja eine ganz merkwürdige Lage. Sondern es muss diese Verantwortung wahrgenommen werden. Und in einer Demokratie heißt das, dass die Bürgerschaft selbstverständlich in diesem Meinungsbildungsprozess und vielleicht auch ein paar andere Expertisen, nicht nur virologische, sondern vielleicht auch ökonomische, soziale, kulturelle und vielleicht sogar die Ethik, damit einbezogen werden müssen.
Ja, wir müssen auch darüber diskutieren. Sie haben das eben schon mal angesprochen. Debatten über alternative Strategien hin zu einer Öffnung werden gegenwärtig ja geradezu unterdrückt. Die Regierung verbittet sich Gespräche darüber, weil man die Bevölkerung nicht verunsichern will. So heißt es vorgeblich. Ich finde, also zumindest mich verunsichert eher, wenn es keine offene Diskussion über so einschneidende Maßnahmen gibt, die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vollkommen herunterfahren. Weil die Demokratie setzt, wie es immer wieder betont wird, auf mündige Bürgerinnen und Bürger. Wir sind in einer schwierigen Lage, es ist völlig klar. Die Angst auch, Angehörige zu verlieren oder selbst betroffen zu sein, grassiert berechtigterweise in einem Teil der Bevölkerung, absolut berechtigt. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber deswegen werden wir nicht unmündig. Wir werden nicht zu Kindern, die betreuungsbedürftig sind, denen man Informationen vorenthalten muss, damit sie sich nicht beunruhigen. Das geht nicht. Das passt nicht in eine Demokratie. Bin ich übrigens nicht der Einzige. Zum Beispiel der Deutsche Ethikrat hat genau das jetzt heute nochmal ganz deutlich moniert, dass das eine unglückliche Kommunikationsstrategie ist. Wir brauchen die für eine Demokratie so essentielle öffentliche Debatte. Und das geht dann nicht ohne Streit ab und Missverständnisse. Aber das ist nun mal Essenz der Demokratie. Wir stehen jetzt ja bei der Bekämpfung von Covid-19 auch in einem internationalen Wettbewerb. Man sieht, dass andere Gesellschaften, autoritär geprägte Gesellschaften, schon wieder scheinen, aus der Krise herauszukommen. Ich denke etwa an die Chinesen, die jetzt auch mit Softpower versuchen, weltweit Einfluss zu nehmen, indem sie Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Was heißt das eigentlich für den Wettbewerb von politischen Systemen auf der Welt, was wir gegenwärtig erleben? Ja, das ist erstmal nicht ohne Risiko. Nicht zum ersten Mal übrigens, weil zum Beispiel China vormacht, wie man sehr schnell Flughäfen und ganze Stadtviertel bauen kann und wie man sehr schnell zum Beispiel Krankenhäuser hochziehen kann, um Kranke zu versorgen und vieles andere. Ich war in China nicht dabei. Ich bin auch gar nicht sicher, ob Experten überhaupt im Westen außerhalb Chinas und innerhalb Chinas vollständig informiert sind über die Maßnahmen. So wie es dargestellt wurde, war das ein überragender Erfolg. Die Epidemie war wenigstens in einer Provinz schon sehr weit gediehen und trotzdem ist sie nach Auskunft Chinas vollständig unter Kontrolle, nur noch durch Einreise kommt es zu neuen Infektionen. Das wäre ein überragender Erfolg. Ob das nun stimmt, man kann auch zum Beispiel dadurch weitere Infektionen in den Statistiken vermeiden, dass man nicht mehr testet, ja, weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass nicht nur China weit erfolgreicher in der Strategie bislang ist, wenn die Daten stimmen, sondern auch demokratische ostasiatische Staaten wie Südkorea. Südkorea, insbesondere Südkorea. Und Südkorea hat offenbar das nicht erkauft mit massiven Eingriffen in die Grundrechte. Wie gesagt, es gibt dort nicht einmal eine Ausgangssperre. Deswegen lohnt es sich, genau hinzuschauen. Und da ist eine andere Form von Softpower, nämlich eben der Einsatz von digitalen Technologien, offenbar sehr erfolgreich gewesen. Expertenstreit geht um die Frage, welche Rolle die maskentragenden Kulturen da spielen. Da gibt es so eine schöne Statistik, die Sie auch sicher schon gesehen haben. Wie sieht es in mask-wearing cultures und denjenigen, die keine Masken tragen, tatsächlich aus? Und das ist beeindruckend. Ja, die Steigerungsraten sind außerhalb der mask-wearing cultures eben sehr viel höher. Experten streiten allerdings darüber, welche Rolle das spielt. Aber es verdichten sich die Hinweise darüber, dass diese allgemeinen unspezifischen Maßnahmen nicht einmal effektiv sind. Sie sind erstens mal ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte. Deswegen können sie nur für den Anfang akzeptierbar sein. Und ich bin einverstanden, ich habe die nie kritisiert. Ich habe gesagt, es gab gegenwärtig nicht viele andere Möglichkeiten, weil wir nicht vorbereitet waren. Wir haben auch nicht das umgesetzt, was das Robert-Koch-Institut 2012 an Vorschlägen unterbreitet hat, um genau eine solche Situation vorsorglich eben schon vorzubereiten. Aber wenn das nun mal so ist, dann musste man jetzt versuchen, den Anstieg zu verzögern, um das Gesundheitssystem darauf einzustellen. Aber wir haben jetzt massive Eingriffe in die Grundrechte. Wenn Sie den Katalog Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes durchgehen, dann finden Sie ja nur ganz am Anfang Grundrechte, die nicht jetzt gegenwärtig eingeschränkt werden, nämlich Artikel 1 und Artikel 2. Und fast alles andere ist im Grunde jetzt außer Kraft gesetzt. Freiheit der Berufsausübung, Religionsausübung und so weiter und so weiter. Assoziationsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter.
Das heißt, das kann auf keinen Fall das letzte Wort sein, zumal offenbar diese allgemeinen Maßnahmen eben nicht so effektiv sind wie spezifischere Maßnahmen, wie sie zum Beispiel in Südkorea ergriffen wurden, zum Beispiel auch mit Tracking, auch mit Handy-Tracking. Gut, die Auseinandersetzung um einzelne Maßnahmen ist das eine, aber wenn man sieht, was unser westliches Modell ausmacht, Rechtsstaatlichkeit, vor allen Dingen aber eben die angesprochenen Grundrechte, Gewaltenteilung. Jetzt in dieser Krise musste ich den Eindruck gewinnen, dass viele bereit waren, sehr schnell darauf zu verzichten. Auch die Regierung selbst wollte sich sehr weitgehende Befugnisse sichern, bis zum tiefen Eingriff in die Privatsphäre hinein. Und naja, also die Reaktion aus der Zivilgesellschaft, auch Grenzen aufzuzeigen, dass wir eben nicht in einem Karl-Schmidt'schen Ausnahmezustand ist, wo souverän die Regierung ist, die über ihn entscheidet, sondern dass das noch Parlament ist, dass das eine Öffentlichkeit ist. Also mich hat es schon besorgt hinsichtlich der Haltelinien, die es in unseren Gesellschaften gibt. Das sind genau die Punkte, die man eben öffentlich diskutieren muss. Da geht es nicht bloß um Expertenmeinungen. Also meine persönliche Auffassung ist die, dass auch das Außerkraftsetzen oder Dispensieren von Grundrechten für einen von vornherein angegebenen befristeten Zeitraum legitim sein kann. Wie man das rechtlich genau macht, da muss man mal mit Verfassungsjuristen und Juristen beraten. Also bislang haben wir ja nicht auf die Notstandsgesetze zurückgegriffen, sondern auf ein modifiziertes Infektionsschutzgesetz. Gut, da muss man Juristen fragen, ob das problematisch ist oder nicht. Es gibt ja schon eine erste Verfassungsklage, wenn ich recht informiert bin, einer Medizinrechtlerin. Wie auch immer, jedenfalls bin ich der Auffassung, in Notsituationen, wenn man diese Not nur dadurch bannen kann, dass man auf Zeit der Exekutive bestimmte Vorrechte gibt, die sie in normalen Zeiten nicht hat, dann wäre ich dafür. Ich verstehe auch nicht, dass wir einerseits ja alle, fast alle nonchalant unsere Daten Google und Facebook zur Verfügung stellen. Zum Beispiel deswegen, weil die gerne haben, dass wir unsere Ortung eingeschaltet lassen, damit sie uns entsprechende Angebote machen können, Marketingangebote. Das finden alle unproblematisch. Aber um Gottes Willen, wenn jetzt auf Zeit hier, das kann man im Übrigen anonymisieren, wie Sie wissen, das wäre gar nicht rückverfolgbar, welche Person das betrifft, zum Beispiel informiert, sie waren jetzt zusammen, sie haben getroffen jemanden, der infiziert ist und was dergleichen mehr ist, dann hätte ich da keine Bedenken. Bedenken habe ich, wenn diese Demokratie als Ganze ja in einen Koma-Zustand versetzt wird, in dem alle nur noch wie das Kaninchen auf die Schlange darauf warten, was jetzt die Regierungen uns an neuen Maßnahmen verkündet, ohne dass wir wissen, wie lange das dauert, nach welchen Kriterien sie ausgesetzt werden, was eigentlich die genauen Ziele sind, die verfolgt werden. Ist das am Ende Herdenimmunität oder doch zurück zu Containment? Wir versuchen, die weitere Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen. Ein prominenter Virologe, Epidemiologe in Deutschland, nämlich Professor Kekulé, vertritt die Auffassung, Herdenimmunisierung, auch wenn sie über lange Zeiten hinweg erst erfolgen soll, ist nicht verantwortbar. Wir müssen zurück zum Containment. Ja, da muss man aber drüber reden. Unter welchen Kosten ist das möglich? Ist das in Ordnung? Und was sind die Nebenfolgen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung? Oder lässt sich das verbinden mit Cocooning, wie ich das genannt habe, und vielleicht sogar mit einem Wiederhochfahren der Ökonomie in wenigen Wochen? Damit enden wir bei der gefährdeten Rationalität der Demokratie. Das war das Buch, das ich eingangs schon erwähnt habe. Sie haben das verfasst im Sommer 2019 und irgendwie ist es jetzt aktueller denn je. Und ich schließe damit auch mit dem Lesetipp. Ich glaube, das macht, wir haben jetzt alle ein bisschen Zeit über Ostern, macht Sinn, sich das anzusehen. Lieber Professor Nida Rümelin, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen natürlich Gesundheit. Ich danke Ihnen. Gilt das Gleiche. Gute Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.